Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nightmare from the Deep. Wir sind dabei, den Hebel einzusetzen. Das tun wir jetzt auch mal. Und jetzt... eine Katakomben-Eingangstür mit einem Geist. Der verschwindet garantiert in den Festsaal, vermute ich mal. Oder hier in... Ach du Scheiße, neue Aufgabe, Urnen. In dieser Nische wurden Remingtons treueste Crewmitglieder begraben. Er scheint viele seiner Kollegen während ihrer schaurigen Karriere verloren zu haben. Es ist interessant, dass eine der Urnen fehlt und die anderen in ihren Nischen in den Katakomben vertauscht wurden. Ja, also braucht man eine Urne. Toll. Nein. Können wir nichts nehmen, auch wenn das alles total interessant wäre. Hier ist wieder ein Teilwimmelbildspiel. Diesmal etwas schwieriger. Ah, aber da kriegen wir dann die Drachen-Schuppen. So. Mir fällt dieses eine... da. Und sind das Drachenschuppen? Drachenschuppen. Perfekt. Wir können uns aber trotzdem noch mal ein bisschen umgucken hier. Creepy. Hier gibt es vermutlich noch ein Schlüsselloch. Diese Schädel sehen alle gleich aus. Na, so etwas. Massive Türen ohne ein sichtbares Schloss. Wie soll ich sie nur aufbekommen? Warum willst du diese denn überhaupt aufbekommen? Das war hier und dann da und dann der und dann das da. Da ich mich in der dunklen Magie nicht so besonders gut auskenne, muss ich versuchen, die Gegenstände richtig zu verwenden. Für die Regenerierungssalbe wird folgendes benötigt. Abgetrenntes Ohr. Ja, ist richtig. Total toll. Diese Salbe kann Dinge wieder zum Leben erwecken. Ja, das ist eine schöne Sache. Weißt du, sonst immer voll die krassen Animationen und jetzt? Nix. Ich geht's! Diese tote Maus ist vom Staub und Spinnenweben bedeckt. Ein echter Leckerbissen für eine Schlange. In der Seite dieses Schädels klafft ein quadratisches Loch. Woher zum Teufel soll ich wissen, was ich hier alles tun muss? Ich sollte die Haare flechten und mit einem Band binden. Wie schön da noch der Schatten ist. Band zusammenbinden. In dem Schrank wurden Drachenschuppen eingearbeitet. Ich brauche... Ach, hier, guck mal, hier sind ja auch noch Schubladen. Ah, guck mal, schön. Ja, Haare flechten. Weißt du, woher weiß sie das alles? Die Puppe ist noch nicht fertig. Hier sollte ich alle Zutaten hineingeben. Oh.
Voodoo-Puppe ist fertig. Und jetzt der Feinschliff. Pick. Okay, das ist mir zu hoch. Lebe, Vibe. Ja, schade, geht nicht. Schade. Dann versuchen wir es mal im Festsaal. Versuchen wir nicht im Festsaal. Auch gut. Muss ja nicht. Was gibt's denn, was wir zum Leben erwecken wollen? Ist jetzt nur eine Vermutung. Heißt es nicht, dass es echt ist. Ne? Ja. Bin gar nicht im Willia, hab ich die Botte werde. Schmackofatz. So, wir haben... das sieht köstlich aus. Das sieht richtig köstlich aus. So, wir haben ein Symbol der Gräfin. Was machen wir mit dem Symbol der Gräfin? Was machen wir mit dem Symbol der Gräfin? Sieht auch sehr, sehr kompliziert aus. Symbol der Gräfin, Symbol der Gräfin, Symbol der Gräfin. Haben wir denn noch irgendwo ein Symbol der Gräfin? She's missing. Someone has taken my daughter. Ja, wer das wohl gewesen ist? So, hier können wir das Symbol der Gräfin einfügen und erhalten einen Schlüssel. Wir erhalten ein Dublon und wir erhalten einen Zettel. Pakt mit dem Teufel. Im Austausch gegen Henry Remingtons Seele mache ich der Davy Jones. Teufel des Meeres, ihn unbesiegbar, solange er meine verfluchte Kette trägt, wird Remington unsterblich sein. Sollte Remington jemals sterben, wird er wiederbelebt, sobald die Kette ihm wieder umgelegt wird. 12 verfluchte Münzen werden den Sicherheitspfad des Paktes sichern. Sicherheitspfad. Jetzt neu. Der Pfad wird in einer Truhe verstaut. Und Pfand. Pfad. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe das im Vollbild und es ist ultra verzerrt und pixelig, damit ihr es halt in normaler Auflösung seht, weil es im Fenstermodus nicht läuft mit Aufnahme. Also, ne, die Schrift kann ich kaum erkennen. Der Pfand wird in einer Truhe verstaut und von einem vertrauten Wächter beschützt. Wird der Pfand entfernt, wird Remington wieder zu einem gewöhnlichen Mann, der sich allen Konsequenzen vergangener Taten stellen muss. Davy Jones, Henry Remington. Aha! Wir müssen also alle 12 Münzen finden. Wir haben die Piratenkette. Und wir haben ein Wimmelbild mit Schrumpfkopf, Ankreuz, Chilischote, Goldfisch, Gargoyle, so man das sein soll. Da, achso, so ein Vieh. Muttel, vielleicht eine Muttel. Wo ist die Muttel? Wo ist die Muttel? Finde die Muttel! Finde die Muttel! Wo ist die Muttel? Ist egal, machen wir später. Zwiebeln. Man dachte jetzt erst an Knoblauch, aber wenn es Zwiebeln sind. Zwiebeln, Beutel hatten wir doch auch schon hier irgendwo rumhängen. Da. Eichel. Ist das eine gläserne Eichel? Nein. Puppe und Rose. So brauchen wir nur noch Muschel und Eichel.
Mupfel, wo bist du? Wo ist meine Mupfel hin? Mupfel, da. Boah, so fies. Eichel. Da. Im Auge des Betrachters. So, Holzarm. Aha. Da wissen wir doch auch schon, was wir damit machen müssen. Mal nach oben. Setzen das da rein. Ich habe irgendwo schon eine ähnliche Statue gesehen. Vielleicht kann ich die Statue zusammensetzen, damit sie der ersten entspricht. Es steht doch schon da, wie sie aussehen soll, oder nicht? Ja. Warum hat das jetzt so ge... Oh, eine Münze. Und ein Wimmelbild. Verkorkter Weinschlauch. Das war das Horn. Ein Kuss. Eine Karte. Eine Schale, ein Lineal, eine Kugel, das war das Fernrohr, ist auch egal, da ist die Kugel, Windrose, Schlüssel, Harmonika, Spinnennest, Netz, nicht Nest, sorry, Quatsch, das da und verkorkte Weinflasche. Noch einen Korken, da ist der Korken. Blipp. So, damit kriegen wir jetzt... Was kriegen wir denn jetzt? Steinernes Fernrohr. Ich verstehe. Das können wir hier einsetzen. Und bekommen jetzt auch bestimmt einen... Sag ich ja. Einen Duplom. Damit haben wir drei von diesen netten Viechern. Damit gehen wir jetzt dann mal zurück zum, zu unserem netten Opa. Oh, und hören uns mal drei kleine Geschichten an. Ich glaube, ich werde dann mal... ja, ich glaube, das reicht. Ich werde mich dann jetzt einfach mal mit der Webcam verabschieden, weil ich werde die jetzt nicht wieder ein- und ausblenden. Ich mache es jetzt einfach mal im Dauerlauf. Bis gleich. Nom, 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 nom. While Remington's and Mary's love was becoming mutual, Mary's father was preparing a coalition of military forces to rescue the girl. The grim Baron Bannister had only recently come into money and power and was still greedy for more. He was planning to kill three birds with one stone. Liberate his daughter, kill the fearsome pirate, and save the ransom. Wie böse er ist. Münze 2. To win Mary's heart, Remington revealed the truth of his origin. Turns out, Remington was a poor nobleman who signed a pact with the infernal Davy Jones. For the price of his soul, Davy made Remington immortal. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass der so aussieht. Remington joined forces with Caribbean pirates and acquired a formidable crew. And now, thanks to Mary, the captain promised to end his pirate career. So, und die letzte Mütze. Münze, es fehlen uns noch drei. The star-crossed lovers planned to marry at once, with all the sea's pirates in attendance, to witness their vows to each other. On the eve of the wedding, a military coalition struck the fortress full of defenseless pirates. The Caribbean Sea turned red with blood, and Skull Island became a place of torment. Remington was sentenced to death before Mary's eyes.
The young Countess was broken-hearted. Die arme Marie. So. Wo brauchten wir den Piratenschädelschlüssel? Oh, nee. Haben wir noch irgendwo einen Hinweis? Ja, aber kein Hinweis. Ein Piratenschädelschlüssel. Ich bin gerade am Überlegen. Brauchten wir den irgendwo? Wo brauchten wir? Also, natürlich brauchten wir den irgendwo, aber... Wo? Aha. Aha. Someone has taken the body. Oh, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ups. Someone's taken the body. Ja, dann hören wir uns noch eine Geschichte an, weil es so toll ist hier. Das ist ja Spannung pur. Nächste Geschichte. Woo! Baron Bannister was claimed victorious for killing Remington and his nefarious crew. The Baron capitalized on his success by forcing his daughter to marry the captain of the Royal Navy. Mary endured a childless and unhappy marriage with the old dull soldier. And when her spouse eventually died, Mary, now a wealthy widow, decided to return to Skull Island. Diese Spannung, wir sind ja fast am Ende, merke ich gerade, du. Heidewitzka, uns fehlen Piraten. Ah, oh Gott, wo brauchen wir, wo brauchen wir? Jetzt müssen wir nach oben, aber... Ah, wartet mal. Hier müsste noch irgendwo ein Schlüsselloch sein. Deine Nase. Schatzkammer. Mit Lüftung. Schächt. Und einer Riesenkrabbe. Von Urmel aus dem Eis. Und noch ein neues Stück. Es scheint, als könnte ich hier aus den Teilen eine neue Kette herstellen. Okay. Wenn ich nur die Folgen wüsste. Ja, da brauchen wir anscheinend dann also noch einen Zettel. Blöd, dass wir jetzt die Kette da liegen lassen. Eine Krabbe! Eine große Krabbe! So. Sehr große Hitbox. Da kommt also die... Kette rein. Dieser Ständer muss etwas gehalten haben, das Davy Jones verfluchter Kette ähnelt. Diese Tür ist unter Wasser. Wie kann ich das Wasser ablassen? Also eine gute Frage. Dann rennen wir mal schnell mit den neu gefundenen Puzzleteil in die Katakomben zum Spild und holen uns das nächste Teil ab. Oh, ich bin hell. Remington's mad. I couldn't stop him as he took my remains from my grave. He's planning to bring me back, but we'll never recover the time we lost. The doors to the underground bay are sealed with a pattern. I wore this pattern all my life. Und da kommen wir jetzt bestimmt nicht dran, weil die Leiche weg ist, oder? Ach so. Wie schreibt sich das mal? Ich bin so erstrahlt heute. Kettenmuster. Und was wir mit dem Kettenmuster anfangen, das erfahren wir in der nächsten Folge von Nightmare from the Deep. Bis dahin, gehabt euch wohl.